Mit der Genauigkeit zweier Diamanthändler wird jetzt die Jury eure Streifen und Torten begutachten. Und wir starten mit der Verkostung bei Jochen. Jochen, dann erzähl uns mal, was du gebacken hast und welche Geschmacksrichtungen sich in dieser Torte verbirgen. Meine Torte heißt California Dreaming, soll einen wunderschönen Sonnenuntergang in der kalifornischen Wüste widerspiegeln. Deswegen auch die Kakteen zur Dekoration. Ich habe einen Sundowner-Rührteig gemacht. Das heißt, ich habe die verschiedenen Böden auch eingefärbt, sodass ihr innen drin auch noch mal hoffentlich eine schöne Linie haben werdet. Außerdem habe ich eine Kokos-Panna-Cotta gemacht, in das ich kleine Kaktusfeigenstücke mit eingearbeitet habe. In dieser Aufgabe geht es hauptsächlich um Linien, um waagerechte Linien. Und wenn ich jetzt deine Torte angucke, ich sehe Linien. Also wenn ich hier zum Beispiel gucke, da gefallen mir die Linien sehr gut. Da ist es auch sauber gearbeitet. Mhm. Es ist alles glatt. Man kann auch diesen Farbverlauf erkennen. Und die Dekoration mit den Kakteen gefällt mir sehr gut. Dafür bieten sich halt die Spritzthüllen an. Ja. Haha, messt mal nach. Das auch noch, ne? Exzellent. Also Höhe 18 cm. Und vor allen Dingen hast du keinerlei Macken in dem Einstrich drin. Von außen bin ich begeistert. Danke. Der Anschnitt, ich hoffe, er ist so, wie du ihn dir vorgestellt hast. Mir gefällt er sehr gut. Ich habe diesen Farbverlauf, ich habe immer wieder diese Kaktusfeigen-Gelees dazwischen. Dass der Einstrich hier dicker ist, ist völlig normal bei dieser Technik, weil es geht halt nicht anders. Du hast hier schön auch eine Barriere gebaut, also sehr sauber gearbeitet. Das Ganze ist stabil. Die Böden sind natürlich dadurch, dass da sehr viel Lebensmittelfarbe mit drin ist, ein bisschen kompakter, aber sie lassen sich sehr, sehr gut essen. Ich finde es vor allen Dingen eine sehr gute Idee, dass du halt dieses Gelee von der Kaktusfeige klein geschnitten hast und dann in diese Panna Cotta gesetzt hast. So hast du zwei verschiedene Texturen gleichzeitig in einer ausgelierten Schicht. Das ist ganz interessant zu essen. Kaktusfeige ist geschmacklich die ganze Zeit da und Kokos kommt ganz zum Schluss. Also jetzt habe ich so am Gaumen habe ich so das ganz Warme von der Kokosnuss mit dabei. Mir schmeckt's. Schön. Geschmacklich passt es auch zu dem ganzen Thema und es muss natürlich auch ein bisschen kompakt sein bei 18 cm, damit die Torte steht. Von daher auch bei den Bödenunterfüllungen die richtige Wahl getroffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Streifentorte trägt den Namen Lime Line. Das ist ein Limettenboden, dazu ein Mojito-Gelee in der zweiten Ebene und in der anderen Ebene dann quasi noch ein Lemon Curd mit eingearbeitet. Und es ist auch eine Limetten-Zitrus-Buttercreme. Also viel Limetten, viel Zitrus und ja, das ist es. Als erstes gucken wir von der Höhe, mindestens 18 cm. Auf jeden Fall hast du die erreicht und es steht was mit Linien hier. Zwar von außen jetzt noch nicht ganz so, aber es sind wenigstens Linien drauf, da war ich nicht so sicher. Als ihr so Buttercreme so gar nicht das machen wollte, was du wolltest und du immer wütender wurdest auf dich und auf die Torte, aber ich finde, Linien sind da allerdings nicht hundertprozentig so, wie wir es haben wollten. Ich glaube, du hast aus der Situation für dich persönlich noch das Beste rausgeholt. Aber ich freue mich in allererster Linie auf die Zusammenstellung von diesem Lime-Lime. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das geschmacklich ist. Der Anschnitt kann sich wirklich blicken lassen. Da sind große Schichten drin. Ist ja auch ein Risiko bei so einer hohen Torte, viel Frucht einzusetzen, dass es sich nicht bewegt. Wenn ich die dann probiere abzuziehen, dann sieht man relativ dünn Buttercreme. Und ich tippe darauf, da ist eigentlich quasi der Punkt, wo es schwierig geworden ist. Dadurch, dass du es sehr dünn eingestrichen hast, die Torte war
kühl gestellt, gibt natürlich Kälte ab, Buttercreme wird schnell wieder fest und dann komme ich mit diesem Kamm einfach nicht durch die Buttercreme. Der Tipp ist wirklich sehr, sehr großzügig Buttercreme aufzutragen, damit man wirklich abziehen kann, damit man es wirklich sauber abziehen kann. Von innen ist es geschmacklich ziemlich geil. Dein Kern, also dieses Gelee, was du Mojito nennst, ist halt gefroren. Es hat die Konsistenz wie so ein Schabereis, wie so ein Granitee. Das ist in einer Torte normalerweise der Tod für jeden Geschmack. Du hast allerdings da tatsächlich die Limette so präsent drin, dass diese Kühle noch mal mehr Säure gibt. Dieser Kuchen schmeckt so geil sauer, aber so frisch. Die Böden sind hervorragend gebacken. Die verschiedenen Konsistenzen und dann das eigentlich nicht geplante Granitee Adias Mojito Gelee, das ist schon ziemlich fett, muss ich sagen. Also geschmacklich ist das für mich die volle Punktzahl. Es passt ja auch zu Mojito. Also ja. Wenn man sich überlegt, man liegt so im Süden und hat das dann eigentlich mehr so als Slushy irgendwie großartig. Allerdings ist dies gefroren in der Mitte, glaube ich, auch das, was nachher dir außen den guten Einstrich eigentlich gekostet hat. Geschmacklich kann ich dir recht geben, ziemlich geile Torte. Vielen Dank. Vielen Dank. Also erstmals heißt die Torte Go for Gold. Vorne oben drauf eine Medaille mit der Nummer 1. Also ich durfte in meiner langen Laufkarriere 45 deutsche Meistertitel erringen, also ganz schön viele. Und so wie meine Karriere war mit Auf und Ab, so würde ich die Linien da auch bezeichnen. Also es kann immer mal so und so gehen. Da das Ding jetzt da so steht, hätte ich nie erwartet. Ich bin total begeistert und bin froh, dass ich nicht neben der Bahn stand, sondern auf der Bahn. Ich habe das Rennen zu Ende gelaufen und was jetzt dabei rumkommt, liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Und wonach schmeckt die Torte? Ach so, ja, das ist auch noch eine gesunde Torte. Also nachdem ich habe den Geruch von Philipp auch mal wahrgenommen, habe ich gedacht, das macht man eigentlich nach dem Wettkampf, sich besaufen mit Mojito. Das ist noch vor dem Wettkampf mit Granola, Haferflöckchen, Heidelbeerchen, so wie ich mein Frühstück morgens gestaltete. Also das ist die gesunde Variante. Ist ja Sport, ne? Ja, hier und da sieht man logischerweise, dass es nicht hundertprozentig gerade war. Aber ich finde, es ist wirklich eine schöne Linientorte. Obendrauf die Kante. Die wollte ich so lassen. Also das war so gewollt. Die wollte ich nicht abstreichen. Die sollte aber rot sein und nicht weiß. Mir gefällt es gut mit der weißen Kante. Und es ist tatsächlich momentan auch Trend, dass es oben nicht unbedingt hundertprozentig gerade ist. Optisch kann sich die Torte sehen lassen, auch bei dir. Hier und da eine kleine Macke. Ja, es geht sauberer, aber es ist für mich auf jeden Fall eine Linientorte. Okay, ihr müsst noch nachmessen. Hast du bei dieser Torte Zweifel? Ich habe gar nicht gemessen, aber na eben vorhin. Also sie ist 18 cm. Ja, sie ist fast 20 cm. Ohne Medaille oben drauf. Ich fasse mich kurz, du hast eigentlich auch alles erwähnt. Ich finde sie von außen phänomenal. Dankeschön. Der Anschnitt, finde ich, ist okay. Deinen Worten kann ich mich nur anschließen. Ja, der ist toll. Danke. Also du solltest auf jeden Fall die Bezeichnung gesund streichen. Über lecker, da sprechen wir jetzt. Hier bei dem Teil, der untere Teil, da hast du ja dieses Heidelbeer-Ragout mit drin. Hier unten ist dieser Crunchboden zusammen mit diesen herrlich gebackenen Wiener Böden. Also besser kann man sie nicht machen. Der Teil ist wirklich phänomenal. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, diese Schicht gibt dem Ganzen halt einfach noch mal viel mehr Power, weil du so viel Heidelbeere da drin hast, dass der hier im oberen Teil fehlt. Mhm. Und du siehst es auch im Anschnitt. Hier oben hättest du auf jeden Fall noch eine Schicht unter diesem Biskuit einbauen können. Dann wäre es auch beim Anschnitt noch mal oben dieses Dunkelblaue gewesen. Das ist das Einzige, was ich als Kritik zum Geschmack habe. Hier oben noch eine Schicht von diesem Heidelbeer-Ragout. Ganz ehrlich, so ein ganzes Stück kann kein Mensch essen von der Höhe. Von daher einfach die Schichten ab und zu wiederholen. Wenn man sich das vielleicht noch mal teilt, dass man es auch wirklich dann immer wieder bei jedem Stück dabei hat. Okay. Vielen lieben Vielen Dank. Dank.
erstmal habe ich den schiefen Turm von Pisa gebacken, ein bisschen. Also es ist auf einer Seite wirklich 18 cm, auf der anderen nicht. Das sage ich gleich, das habe ich schon mal festgestellt, ist 17. Ich habe eine Torte in den Farben der Pride gebacken, als meine Solidaritätsbekundung. Die Farben bedeuten auch was. Rot bedeutet das Leben, Orange bedeutet die Heilung, Gelb bedeutet die Sonne, Grün bedeutet die Natur, Blau bedeutet die Harmonie und Lila die Spiritualität. Und das sind für mich auch alles Bedeutungen, die ich auch sehr wichtig und sehr gut finde. Und außerdem ist der Regenbogen die Hoffnung. Was mit der Creme, der Struktur außenrum, ich habe da ja auch extrem gestruggelt. Das sieht ein bisschen aus wie Teppich oder so, ne? Wie Flocati. Ich wollte gerade sagen. Es erinnert an Frotti, ne? Es ist auf jeden Fall wie so ein Frotti-Handtuch, ja. Also du hast ja schon nachgemessen, dann gehe ich davon aus, dass hier die 18 cm sind. Sehe ich das richtig? Ja, da sind, müssten die 18 sein. Ah, da sind sie. Also das Spannende tatsächlich bei deiner Torte ist diese Struktur, die diese Linien plötzlich bekommen haben. Wenn man die Torte dreht, finde ich, ist das Abgestrichene bei dir gut gelungen. Aber im Großen und Ganzen gleichmäßige Linien, gleichmäßig breit. Das hat eigentlich gut funktioniert, ab und zu mal mit dem Kamm abgesetzt nachher beim Glattstreichen. Aber das Spannende ist tatsächlich diese Struktur, die es plötzlich bekommen hat. Ich habe ja keine große Berufserfahrung mit der veganen Margarine, wenn man die jetzt quasi zum Einstreichen nimmt. Bei Lebensmittelfarbe kann sich das immer noch mal anders verhalten. Ich glaube, das hat sich einfach nicht miteinander verbunden. Es ist ja nicht unappetitlich. Es ist halt einfach nur etwas, was man so in der Form von der Struktur her noch nie gesehen hat. Hm. Dass du die Höhe nicht erreicht hat, ist tatsächlich ein Minuspunkt. Aber ich muss sagen, du hast es sauber eingestrichen. Und ich kann den Farbverlauf erkennen. Also tipptopp. Das ist schon sehr cool. Also die Farben, der Verlauf. Du hast, glaube ich, relativ wenig gekühlt. Die Torte ist sehr weich, als wenn sie kaum in der Kühlung war. Also ich konnte so durchschneiden, im Gegensatz zu den drei anderen, die wir jetzt hatten. Die Böden kompakt, ungefähr gleichmäßig hoch. Hier oben stelltest du ja plötzlich fest, eigentlich fehlt dir was von der Höhe. Deswegen haben wir hier so diese bunten Stücke noch. Aber es kommt fast genau hin mit dem Einstrich. Der Kuchen wäre geschmacklich runder, wenn du ein bisschen weniger von der Bittermandel mit reinmachst, weil die Kombination von Mandel und Minze ist jetzt nicht so typisch, würde ich mal sagen, aber du hast es gekonnt umgesetzt. Die Böden sind super gebacken, also die sind sensationell, wirklich tipptopp. Geschmacklich passt es, mir gefallen auch die Konsistenzen. Vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich ein bisschen mit den Aromen aufpassen. Vielen lieben Dank. Danke.